Wolf Schneider ist 87 und hat 33 Jahre lang verständliche Sprache unterrichtet. Im Kuratorium für Journalistenausbildung ist er das letzte Mal als Journalismuslehrer aufgetreten und resümierte über Sprache, Verständlichkeit und den Journalismus. Die Atmosphäre war immer angenehm, die Aufgabe war reizvoll. Obendrein reizt es mich ausgesprochen, auch in Österreich und der Schweiz tätig zu sein, um den ganzen deutschen Sprachraum irgendwie mitzukriegen, welche Entwicklungen da stattfinden. Also noch mehr begründen muss ich doch wohl nicht. Wer von Berufswegen für andere Menschen schreibt, steht vor einem Problem, das die Schule überhaupt nicht behandelt, wahrscheinlich gar nicht erkannt, jedenfalls auf das er ihn nicht vorbereitet hat, dass man um Leser werben muss. Gelesen zu werden, bloß weil man geschrieben hat, war rein statistisch schon immer die Ausnahme. Goethe hat nach der Weimarer Ausgabe zu urteilen 143 Bände vollgeschrieben. Aber ich weiß nicht, ob es mehr als 3 oder 4 Menschen gibt, die jemals die 143 Bände gelesen haben. Wer das Unwahrscheinliche erreichen will, mein Artikel wird gelesen, sogar bis zum Schluss, der sollte sich desto mehr der Einsicht beugen, auf die die Schule ihn absolut nicht vorbereitet hat. Einer muss sich plagen, der Schreiber oder der Leser. Das dümmste aller Goethe-Worte lautet, es stellt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber ein. Von wegen. Auch bei Goethe nicht. Er hat gefeilt an seinen Texten. An jedem Text jeder ersten Niederschrift muss der Schreiber noch arbeiten, wenn die Zeit irgend reicht, wenn er gelesen werden will. Sonst schiebt er die Plage dem Leser zu und er denkt gar nicht dran, sich zu plagen. Die Sätze also haben schlank zu sein, überschaubar, ohne Wenn und Aber. Doch ist damit noch nichts gewonnen, wenn sie aus Wörtern bestehen, die man am liebsten nie gelesen hätte. Und da trifft es sich, die Wörter, die jeder versteht, sind meist die kurzen Wörter. Mit der gesicherten Erkenntnis der Verständlichkeitsforschung, ein Wort ist umso verständlicher, je weniger Silben es hat. Für den Bau der Sätze gilt das eherne Gesetz der Verständlichkeitsforschung, einer etablierten Wissenschaft, die kein Deutschlehrer bestreitet, aber fast keiner kennt sie. Der Abstand zwischen Subjekt und Prädikat darf nicht mehr als 6 Wörter betragen. Das ist die Kapazität unseres Kurzzeitgedächtnisses. Die Frage also, von wem sprichst du und was hat er getan? Was also nochmal brauchen wir, wenn wir Leser finden und interessieren wollen? Sätze ohne Schwabbelfett? Sätze, bei denen man kein Fernrohr braucht, um am Ende des Satzes das rettende Verbum zu erkennen? Und drittens die Farbe, die Kraft. Die junge Generation neigt zu der Meinung, gespeichertes Wissen sei überflüssig. Im Computer lasse sich ja alles abrufen, im Handumdrehen. Aber diese Meinung ist falsch. Ja, ich finde sie verhängnisvoll und sehr gefährlich. Die Meinung, man kann sich auf den Computer verlassen. Bei einem Interview im Radio, im Fernsehen, bei einer Pressekonferenz oder in einer Talkshow nützt der Computer mir überhaupt nichts. Was der Journalist nicht aus dem Kopf abrufen kann, kommt hoffnungslos zu spät. Der Politiker oder der Experte, den der Journalist interviewt, kann Irrtümer oder unsinnige Behauptungen verbreiten, ohne dass der Journalist eine Chance hätte, ihm seriös zu widersprechen. Nächster Grund, warum abrufbares Wissen aus dem Computer nicht genügt: Wissen macht schnell. Wer nicht erst recherchieren muss, wie die Hauptstadt von Bolivien heißt oder in welchem Jahr Preußen seinen Krieg gegen Österreich führte, der ist schneller als jeder Computer der Welt. Und gerade Schnelligkeit ist Trumpf im Online-Journalismus. Abrufbares Wissen ist also ein Produktionsfaktor, dessen Wert umso mehr steigt, je mehr der Journalismus sich hetzen lässt. Und obendrein, nur reiches Hintergrundwissen befähigt uns, dem Internet die richtigen Fragen zu stellen und die Qualität der Antworten einzuordnen. Der Journalist braucht das Wissen als Landkarte, um seinen Weg durch den Informationsdschungel zu finden. Bildung lässt sich nicht downloaden. Und schließlich, was sich an Fakten aus dem Computer herunterladen lässt, das steht sowieso allen zur Verfügung. Wenn der Journalist nicht mehr weiß und wenn er die Fakten nicht mit Hilfe von Hintergrundwissen einzuordnen versteht, dann wird er nicht mehr gebraucht. Liebe Kollegen, liebe junge Journalisten, wenn ihr den sauberen, den glaubhaften Journalismus retten wollt, ob online oder auf Papier, wenn ihr euren Mitbürgern die Welt so beschreiben wollt, wie sie ist, dann plagt euch, bildet euch, geniert euch aller Schweinesensationen, beerdigt alle hohlen Reden und schreibt jenes klare, kraftvolle Deutsch, das die Leute verstehen können und lesen mögen. Dankeschön. Ich möchte eine erste Frage stellen, Wolf Schneider. Sie haben, ich habe es mehrfach gesagt, 33 Jahre in der Journalistenausbildung, in der Journalistenweiterbildung gearbeitet. Woher nehmen Sie die Kraft dafür? Ja, es erscheint mir nicht als eine besondere Kraftleistung. Ja? Es macht mir Spaß, macht mir großen Spaß. Ich ersticke auch nicht in Routine, ich stütze mich ja immer auf die Texte der jeweils Versammelten und zerzause die erstmal kräftig. Das ist der Einstieg mit dem, was dort vor sich geht.
Und das macht mir großen Spaß, dass ich jetzt aufhöre. Das geschieht aus der Einsicht, dass ich nicht erleben möchte, dass ich vielleicht mal eines Tages nicht mehr voll auf der Höhe bin, dass ich einen Blackout hätte in einem solchen Seminar, fände ich schrecklich. Oder dass ich diesen berühmten Brief bekomme, Sie werden sicher einsehen, dass wir nunmehr. Und um dieses beides nicht zu erleben, habe ich gesagt, solange ich noch entscheiden kann über das Aufhören, entscheide ich. Ich habe entschieden, ich höre auf. Also Sie haben gesagt, es geht mit der Rechtschreibung, der Grammatik und der Zeichensetzung bergab und mit der Bildung sowieso. Ja. Das hat jetzt einer Ihrer Vorgänger auch schon gesagt, glaube ich, Platon. Ja. Und seither, glaube ich, alle 100 Jahre jemand anderer, also dass die Jungen immer weiter verblöden. Wenn das denn tatsächlich so ist, seit 2500 Jahren, dann müssten wir ja nur mehr unverständliches Zeug brabbeln oder schreiben. Aber irgendwie ist das nicht so. Also vielleicht ist es nicht so schlimm. Was seit Platon geschehen ist, kann ich nicht verfolgen. Das beeindruckt mich auch überhaupt nicht. Aber was in 33 Jahren geschehen ist, kann ich verfolgen. Und dazu kann ich Ihnen Beispiele liefern. Dafür bin ich ein Fachmann, wie keiner hier sonst. Wer verfolgt denn schon von Ihnen schon 33 Jahre lang Rechtschreibung? Ich weiß das. Es geht bergab. Ja? Dass man noch korrekte Konjunktive unterscheiden kann, dass man er habe von er hätte unterscheiden kann, was ja ganz Verschiedenes bedeutet. Das geht bergab. Dass die Kommas noch zu 50% richtig sitzen wie vor 20 Jahren, ist ganz ungewöhnlich. Kommas setzt man irgendwo in den Text. Ja? Nein, also da habe ich nun wirklich die ganz seriöse Lebenserfahrung. Wer nicht seinerseits 33 Jahre lang den Zustand der Rechtschreibung unter den immer selben Leuten, nämlich jungen Akademikern, verfolgt, der kann darüber nicht so viel wissen wie ich. Hier sitze ich auf hohem Ross und sage, so ist das. Tja, was soll ich machen, ne? Und ich danke Ihnen und Ihren Vorgängern, dass Sie mir 25 fröhliche Jahre beschert haben. Sehr, sehr gerne.